Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Es ist Freitagabend, Zeit der Aufnahme. Und ich spiele alle NES-Games dieser Welt. Heute ist dran ein Klassiker, A Boy and His Blob. Ein Spiel, das man eigentlich kennen sollte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es schon gespielt habe. Bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen. Vielleicht fällt es mir während des Spiels noch auf, ob ich es schon kenne oder nicht. So. Das kommt mir schon irgendwie bekannt, weil ich glaube, ich habe es schon mal vor längerer Zeit angezockt. So, da. Was mache ich da? Kann ich ihm was zum Fressen geben? Kann ich ihm unendlich viel zum Fressen geben? Aha. Macht eine Leiter, wenn er genug zum Fressen hat. Okay, na, ich glaube, ich habe das doch noch nicht gespielt. Ich pfeife und er verwandelt sich wieder zurück. Okay, ist ja nett. Ich selber kann eigentlich. Hä? War das? Komm, links, rechts, rauf, runter bringt nichts. Das ist Pfeifen, das ist Füttern. Und Select ist. Ah, da kann ich, womit ich fütter. Okay. Das scheint relevant zu sein. Jetzt habe ich natürlich hier schon jede Menge Zeug verfüttert. Was natürlich wahrscheinlich doof war. Egal, ich fange jetzt nicht neu an, ich gehe jetzt einfach weiter. Sollte mal ausprobieren, was macht. So, ist einmal das da. Was passiert dann? Aha, er wird zu einer Falltüre. Okay. Dann, was habe ich dann noch? Sollen wir mal ausprobieren. Was wird er jetzt? Vielleicht habe ich mich richtig gefüttert. Da, da rein, sowas. Der wird jetzt zum Ball. Aha, und den Ball kann ich nehmen. Und werfen. Nicht wegrollen, Blobby. Da kann ich runtergehen. Blobby, ist der weggelaufen, dieser Blobby. Jetzt habe ich ihn gerufen, jetzt. Na, kommt nicht. Blobby kommt nicht. Doch, da ist Blobby. Okay, wo kann ich. Kann ich da jetzt immer weiter rennen, oder wie? Okay, da geht's jetzt. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Das ist voll die Jelly Beans Werbung hier eigentlich. Wahnsinn, oder? Ist das Jelly Beans Merchandise Zeug gewesen oder wie? Was ist, wenn ich dir das füttere? Was passiert dann? Cola Jelly Bean. Luftblase. Ah, ich bin in der Luftblase drinnen und es bringt mir. Was bringt mir das? Man weiß es nicht so recht. Aha. Ah, gut, ich weiß mal, es gibt diese Fähigkeit immerhin. Cola Jelly Bean. So, noch ein anderes. Was ist, was macht das da? Da, lass das schmecken. Habe ich jetzt nicht getroffen, glaube ich, oder? Da, Mampf. Happa, happa. Was bist du jetzt? Ein Flammenwerfer. Kann ich da jetzt irgendwas anzünden damit? Da brenne! Bringt nichts. Ja, ich schätze, ich muss dann erst weiter runtergehen, damit das Game da erst richtig anfängt, wahrscheinlich. Da bringt es auch nichts. Kann ich da runtergehen?
Grafik ist irgendwie ganz nett. Es ist schon sehr rudimentär, aber irgendwie hat es Charme. Gut, da ist jetzt aus. Da ist ein Elektroschalter. Kann ich den vielleicht mit irgendwas betätigen? Weil da unten sind auch solche Schalter. Das sind diese nur Zierde, diese Schalter. Aber sonst sehe ich hier nichts. Gut, Blobby wandert dich wieder mal. Hä? Einmal drücken, es fallen lassen. Einmal drücken, es fallen lassen. Und dann rufe ich den Blobby. Gut. So, der was könnte mir da jetzt noch helfen? Ein Apfel-Jellybean. Das ist jetzt. Mal da, lass das schmecken. Jetzt wird er zu. Ah, jetzt kann er sowas hochstemmen. Okay. Der kann ja ganz schön viel, dieser Blobby. Ich sag immer, ja, er ist Blob, aber bei mir ist er der Blobby, ist mir egal. Ich bin nicht so. Ich vergebe da immer meine eigenen Namen. Bleib stehen, weil ich will dann das füttern da. Was ist das? Ein Regenschirm. Oh ja, da wird nicht das. Schaut durchaus praktisch aus. Aber ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Fallen lassen. So, verhandel dich wieder. So, dann, was haben wir denn dann auch? Da gibt es wieder was zum Essen. Bitte. Happa, happa. Was wird er jetzt? Ein Trampolin. Okay. Blobby kommt zurück. So, da. Root Beer Jelly Beans? Gibt es die wirklich? Ich weiß nicht, gibt es die absurdesten Geschmäckern, aber. Root Beer? Damit man nicht gleich die Kids an den Alkohol gewöhnt, oder was? Aha, was ist jetzt los? Ah ja. Aha. Sehr gut. Es ist ein bisschen verrückt. Was soll das? Fliege ich jetzt ewig auf der Rakete? Nein, ich stürze wieder ab. Nein, jetzt stürze ich ab. Und ich lande irgendwo ganz anders. Wie krass ist denn das? Bin ich irgendwo anders gelandet? Nein, 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 ich mag nicht. Nein, jetzt soll ich wieder wegfliegen. Nein, wieso? Ich wollte nicht nochmal aufsteigen. Ich wollte jetzt in dieser schönen Welt sein, in dieser neuen. Wir wissen doch alle, neu ist besser. Oh Mann, das wollte ich nicht. Und wieso dauert diese Sequenz so lang? Es ist total mühsam. So, jetzt geh wieder zurück. Ich möchte nochmal in diese Welt rein. So, trinke mal was. Tee, Prost, Leute. A boy and his blob. Na bitte. Gar nicht so schlecht. Macht irgendwie. Ist interessant, mal das rauszufinden, was der Blob so alles macht. So, jetzt bin ich hier auf dieser surreal wirkenden Pixellandschaft und kann jetzt nach rechts gehen. Okay. Es ist immer das gleiche. Ah, und da kriege ich voll auf die Nüsse. Okay, aber ich bin jetzt mal in einer anderen Szene immerhin gelandet. Es ist wirklich wie ein verrücktes Spiel. Ja, die Hintergründe sind so arg ähnlich. Na, das ist schon. Irgendwas ist schon. Was brauche ich da? Brauche ich wahrscheinlich. Brauche ich diesen Regenschirm? Ich weiß nicht. Honey Jelly Bean.
Gut, experimentieren wir weiter. Was soll's? Kostet nichts. Lass das schmecken, Blobby. Jetzt habe ich dir einen Vogel. Ist das irgendwie praktisch? Vogel, frisst diese Sachen da auf. Friss sie! Da kann ich da einfach durchrennen. Wahrscheinlich hätte ich durchrennen können. Ah, fast! Vielleicht nur so ein paar Schritte. So, und dann. Das geht! Es ist feig, aber es geht! Ah! Und weiter geht. Oh, was zum verdammten Geier! Ja, aber ist schon ein bisschen billig, oder? Da nur so auf- und unterspringendes Zeug zu machen. Wie soll ich denn da das richtige Timing finden? Wenn der ganz oben ist, muss. Wenn der unten ist, muss ich eigentlich gehen, oder? Wenn der unten ist, gehe ich. Ja, ich probiere es, das könnte sich ausgehen. Wenn der unten ist, gehe ich. Ah. Ich hätte kurz warten müssen, ja. Gut, weiter. Probieren wir noch ein bisschen. Wie lange spiele ich schon? Ich spiele auch schon 11 Minuten. Ist mir gar nicht aufgefallen. So ein gutes Zeichen. Wenn die Zeit so schnell beim Zocken vergeht, ist das ein gutes Zeichen. So, da. Probieren wir noch da was durch. Da, was gibt es denn da noch alles? Das habe ich schon ausprobiert. Rootbeer habe ich ausprobiert, das habe ich ausprobiert. Ketchup. Ich glaube, Ketchup habe ich nicht ausprobiert, oder? Geh, komm, Blobby, friss das. Ich habe nicht so viel davon. Blobby, willst du kein Ketchup? Was ist los mit dir? Der frisst kein Ketchup. Ja, wie geht's denn eigentlich? Der isst einfach kein Ketchup. Das verweigert er. Da ist ein Punsch-Jellybean. Zwar, Punsch ist wie das erste gewesen, oder? Nein, das ist dieser komische Kanaldeckel. So, was auch immer das sein soll. Weiß man nicht. Ein Loch ist es. Okay. Lesen sollten. Wie viele verschiedene Jellybeans gibt es da eigentlich? Scheint Wahnsinn. Was bist du jetzt? Okay, jetzt ist wieder die Leiter. Okay, da fängt es wieder von vorne an. Was ist, wenn ich dich dahin mache? Komm, geh da rüber. Ja, und da wird zum Loch. Das wäre, wenn du dich keine Ahnung, was das Loch war. Warum nennen sie es nicht einfach das und nach dem, was er macht? Warum steht da jetzt nicht Coconut Jelly Bean? Ist gleich whatever. Und jetzt da, mach fest rein, mach das Loch und ich kann nicht reingehen ins Loch da. Na, es bringt nichts. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Lösung ist, dass man da mit der Rakete wegfliegt. Das kann doch nicht die Lösung des Games sein, um hier weiterzukommen. Weil dass man so ewig laufen muss, ohne dass da irgendwas ist. Ich meine, was soll denn das? Das ist doch irgendwie seltsam. Ich meine, ist da irgendwas und ich sehe es nicht oder check's nicht? Oder ist das einfach wirklich nur gesundes Essen? Thank you.
Reicht du da und dann darüber? Na, vielleicht kann der darüber gehen. Kommst du mal daher, Blobby? Komm mal daher da. Da komm ganz nachher. Und dann machst du mir da die Leiter. Da machen wir die Leiter. Kann ich dann darauf gehen und rüber vielleicht? Ich weiß es ja nicht so genau, was die entwickeln da. Na, das geht nicht. Ich habe schon irgendwie vermutet, dass es nicht gehen wird, aber. Ah, komm. Na, nicht werfen, das heißt. So. Kann mir irgendeins von diesen Verwandlungen hier helfen? Ich glaube nicht. Kann mir irgendeins von diesen Verwandlungen unten mit diesem Schalter helfen? Würde mir eigentlich auch nicht so einfallen. Da ist dieser Schweißbrenner. Das ist eine Lampe, aber. Ist die jetzt auch nicht wirklich, was man damit machen kann? Ja, Leute, ich glaube, ich lasse das. Ist sicher ein nettes Rätselspiel, wenn man drauf Bock hat und sich drauf einlassen kann. Ist jetzt wahrscheinlich nichts. Das kann man in 10 Minuten kaum kennenlernen, das Spiel eigentlich. Also da müsste man sich wirklich ein bisschen reinfuchsen oder vielleicht auch die Beschreibung lesen, die es ja damals zu den Spielen immer gab. Und ich natürlich nicht habe. Ja, also das kann man schon zocken, glaube ich. Aber ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit, würde ich mal sagen. Ja, wenn ihr große Fans seid von diesem Game und es jetzt gerade seht, dann haut mir mal einfach in die Kommentare, was ihr daran so gut findet. Würde mich wirklich interessieren. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, wieder Zeit, um Danke fürs Zusehen zu sagen. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf der rechten Seite könnt ihr euch anschauen, was ich nicht schon alles gezockt habe. Und unten seht ihr den Abo-Link. So einfach ist das. Gut, danke, ciao, ciao.